Tatsache, Balthasar. Oh mein Gott! Seid ihr gekommen, um das Angebot meines Gottes anzunehmen? Niemals! Überlegt es euch. Leben und seinem Befehl zu gehorchen ist besser, als zu seinen Füßen zu sterben. Ha, von wegen! Dann mach ich den Chaos. Solche Macht. Hier rollt denn. Tötet sie. Okay. Leute. Immer feste drauf. Nicht so viel Schaden wie geht. Genau. Von meinem Gott keine Gnade. Ihr sollte auch keine von mir erwarten. Ah, okay. Oh, wir kriegen hier Schaden drin und zwar eine ganze Menge. Wir sollten vielleicht nach außen gehen, Leute. Die retten mich noch nicht mal. Lol. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Nun denn. So, kann man jetzt außerhalb des Gebietes irgendwie? Nee, sie kesselt einen hier ein. Okay, aber man kann vielleicht mitzirkeln, ne? Wenn sie irgendwelche Sachen anwendet, vielleicht kann man dann mitzirkeln. So. Sie legt da was hin. Jetzt gibt es hier jede Menge Explosionen. So, überall. Und wir zirkeln ein bisschen mit der guten. Ach, solche Macht. So, sehr schön. Beugt euch seinem Willen. Auch ich versuchte zu widerstehen und scheiterte. Och. Wenn man sich ergibt, macht dies den Schmerz erträglicher. Vielleicht bin ich stärker als ihr. Hey. Ach so. Ich hatte sie gar nicht mehr im Visier. Kommt immer feste drauf. So. Und drauf. Wir müssen aufstehen und weiter. Jetzt wird wieder gezirkelt. Jetzt hat sie hier noch so ein doofes Feld hingelegt, ne? Wie dumm. Ich glaube, ich habe diesen Kampf bisher jedes Mal mit so vielen anderen Spielern gespielt, dass mir niemals aufgefallen ist, beziehungsweise sie war dann immer so schnell tot, dass mir niemals aufgefallen ist, dass sie mehrere Phasen hat. Lol. Das ist ja schön. Aber sie wird jetzt hier sterben. Und. Ach, solche Macht. Genau. Jetzt hat sie mich unterbrochen. Die Alte. Ist ja frech hier. Tötet sie! Ihr wisst, dass ihr stärker seid. Tötet meinen Gott. Was? Bitte. Was? Ich weiß, dass ihr stärker seid. Tötet meinen Gott? Was ist das jetzt hier? Abkehr in letzter Minute? Einsicht in letzter Minute? Oder ein verzweifelter Versuch? Naja. Okay. Ja, dann sollten wir mal wieder auf die Tiere. Was? Machen ganz schön viel Schaden, die Viecher. Hauptsache, die kommen dann auch weg. Oh nein! Balthasar, beendet es jetzt und hier. Dieser Krieg wird Tyria vernichten. Ich werde nicht zulassen, dass noch mehr Gräueltaten geschehen. Wenn ihr euch nicht auf einen Dialog einlasst, müssen wir euch als Feind behandeln. Nun gut. Ihr habt den Gott des Krieges vor euch, sterbliche Kreaturen. Und ich bin eure Machenschaften leid. So sei es. Eure Heroldin ist tot. Ich habe sie getötet. Ihr hättet sie ersetzen können. Habt mein Angebot jedoch abgelehnt.
Die Zeit der Diskussionen ist vorbei, Turiana. Jetzt bleibt nur der Tod. Char, euch, mein Freund, werde ich verschonen. Doch weiter reicht meine Gnade nicht. Freund? Freund? Wieso das? Oh, tja. Ja, der meint ernst. Er macht ernst, er macht ernst, er macht ernst. Nun gut, ich mache auch ernst, Balthasar. Ach, solche Macht. Was ist mit dem Drachen? Wer ist das und warum ist er in Ketten? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas steht dann. Blast steht dran. Aha, dann haben wir ihn also gefunden. Feuer brennt! Die Flammen werden euren Leichnam schwärzen. Niemals! Nein! 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 Was ist hier geschehen? Ich fühle mich nicht so. Es gibt Ärger! Was ist passiert? Oh, haben wir überlebt? Nein, nein, nein! Also, was ist mit Balthasar geschehen? Geht es allen gut? Kes, Kanach, Ridlock! Was ist das? Er scheint weg zu sein. Und der Drache? Was ist das? Ridlock! Ridlock! Was hat Balthasar gesagt? Wieso nannte er euch Freund? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Nun gut, wir reden später. Kasmir, was ist passiert? Vlast hat sich selbst geopfert, um mich zu retten. Oh, bei den Göttern! Als er starb, wurde Balthasar von der Kraft zurückgestoßen. Und danach war er einfach fort. Wir wissen also immer noch nicht, warum er Vlast wollte, wie seine Pläne aussahen. Augenblick! Diese Kristalle! Was meinst du? Was ist mit den Kristallen? Ich schau's mir mal an. Sie sehen wie der Erinnerungskristall aus, den wir in Glins Höhle gesehen haben, als der Meister des Friedens Orins Ei erhielt. Ein Erinnerungskristall? Wie seid ihr? Der Kriegsgott ist hinter mir her. Wegen der Kräfte in meinem Innern. Und der Waffe im Schatten der Propheten. Du musst herausfinden, wie man sie entfesselt, Schwester. Und zwar vor ihm. Das ist Vlasts Stimme, nicht wahr, Kommandeur? Er hat diese Nachricht für Orin dagelassen. Oder für jemanden, bei dem er sich darauf verlassen konnte, dass er sie ihr überbringt. Schatten der Propheten. Irgendwelche Vorschläge? Vermutlich handelt es sich um Glins Höhle. Ridlock weiß darüber mehr als ich. Wir sollten mit ihm sprechen. Nein,
Ihr beide macht eine Pause und erholt euch. Ich werde mit Ridlock reden. Tja, und ich glaube, ich habe ein richtiges Hühnchen mit dem zu rupfen. Schade, der Kristall ist vergangen. Nun gut. Ridlock! Wir müssen reden. Kanach, Kashmir, geht es Ihnen gut? Ridlock, was ist gerade geschehen? Warum hat euch Balthasar verschont, euch Freund genannt? Er, Balthasar, ich glaube, wir sind uns schon begegnet. Wie meint ihr das? Wann? Als ich nach meinem Schwert zu Hothin suchte, in den Nebeln. Ich weiß nicht, wie lange ich schon gesucht hatte. Man verliert in den Nebeln leicht das Zeitgefühl. Aber als ich Sotin endlich fand, war seine Flamme erloschen. Dann sah ich den Fremden. In Ketten. Er sagte mir, er könne die Flamme meines Schwerts wieder entzünden. Ich habe ihn nicht nach seinem Namen gefragt oder warum er dort gefangen war. Ich bat ihn nur, Sotins Flamme wiederherzustellen. Um mich erkenntlich zu zeigen, durchtrennte ich seine Fesseln mit dem Schwert. Als ich es tat, öffnete sich ein Portal. Er sagte mir, es sei ein Weg aus den Nebeln hinaus, nach Hause. Er muss mir hindurch gefolgt sein, bei der Flucht aus den Nebeln. Ich wusste es bis gerade eben nicht, aber dieser Fremde war Balthasar. Er sah aus wie jeder andere Geist, der in den Nebeln gefangen ist. Ich wusste es nicht, bis gerade eben. Kommandeur, ich mache das wieder gut. Ich weiß. Kommandeur. Wir sollten jetzt wirklich gehen. Nun, wir können nicht rückgängig machen, was bereits geschehen ist. Aber eventuell haben wir eine Möglichkeit gefunden, den Schaden zu begrenzen. Kashmir und Kanach werden euch unterwegs unterrichten. Tribun! Kashmir hat sich Sorgen gemacht. Balthasar wäre es fast gelungen, uns alle zu vernichten. Ah, Entschuldigung. Vlast hat eine Aufnahme hinterlassen. Er erwähnte einen Ort namens Schatten der Propheten. Das ist vermutlich Glints Höhle. Ich bin schon dort gewesen. Sie ist nicht weit von hier. Aber wenn Balthasar das weiß, könnten wir beim Versuch hineinzukommen auf Widerstand stoßen. Wenn wir überhaupt reinkommen. Das ist ja der Trick bei der Sache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die passendste Antwort gewesen, aber anscheinend eine Antwort, die die anderen akzeptiert haben. Uiuiuiuiuiui. Da hat sich ein Drache für uns geopfert. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie alt wahrscheinlich und wie mächtig dieses Lebewesen ist, und es hat sich einfach geopfert. Ohne uns genauer zu kennen, ohne genauer zu wissen, warum wir hierzu sind. Aus irgendeinem Grund waren wir es wert, zu leben statt seiner. Das ist... Das finde ich schon ganz schön hart. Utwein, du, da liegt eine ganz schöne Bürde jetzt auf dir. Ich meine, alle betrachten dich als wichtig. Du bist der Kommandeur und... Aber... Und du versuchst, die Welt zu retten, ja, aber irgendetwas ist an dir oder ist an dem Helden dieser Geschichte, was ihn und seine äußerliche Form weit überstrahlt. Utwein, also siehst du bist der Held. Nur weil jemand sagt, lauft, heißt das für dich nicht lauf, okay? Ja. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Und ich weiß nicht, ob ich es verdiene. Tja, dann musst du dich einfach
dessen als würdig erweisen, oder? Ich tue mein Bestes. Wie immer. Auch für er, übrigens. Ja, wo wir nochmal beim Thema wären. Oh, guck mal, da vorne ist ein Heldenpunkt. Na gut, dann wollen wir nochmal reden. In Ordnung. Ihr drei begebt euch zu Glins Höhle und haltet nach Geschmiedeten und nach Balthasar Ausschau. Ich werde die restlichen Kristalle besorgen. Sie könnten sich als nützlich erweisen. Außerdem brauche ich einen Ort, von dem aus ich Taimi erreichen und mich bei Orin melden kann. Werdet ihr Orin von Vlast erzählen? Ich bin sicher, sie weiß bereits alles. Ich kann spüren, wie sie reagiert. Sie scheint mit Vlast auf dieselbe Weise verbunden zu sein wie mit mir. Tatsächlich. Auf jeden Fall solltet ihr in Anbetracht der Höhe dieses Terrains herausfinden, welches Transportmittel die Einheimischen benutzen, Kommandeur. Transportmittel, das wissen wir doch schon. Hasen, und zwar nicht so kleine. Das Opfer ist abgeschlossen. Oh, und es sieht hier echt total toll aus. Die Regenbogenfarben da hinten. Und das Feuer dazu, es sieht echt mega schön aus. Ich hoffe, der Ort hier bleibt so, wie er ist, erhalten. Das wäre ein gutes Mahnmal, oder? Nun denn. Ihr geht und ich gehe. Aber ich gucke mal, ob ich den Heldenpunkt von hier aus machen kann. Nee, kann ich nicht, weil ich glaube, es ist ein Heldenpunkt, wo man einen Sandlöwen für töten muss. Genau. Der ist jetzt natürlich nicht da. Na gut. Dann also hinaus aus der Instanz. In das Wüstenhochland. Mit einem jetzt völlig anderen Ladescreen. Genau. Schön ist, dass wir tatsächlich jetzt wieder hier noch stehen. Da, wo wir rausgekommen sind. Dann können wir nämlich den Heldenpunkt da drüben machen. Verstaubte Knochen. Ich glaube, ich mache diesen Sandlöwen hier vorher mal weg. Wenn ich Löwen schön finde. Und eigentlich keinen Groll gegen diesen Sandlöwen hier hege. Aber wenn er mir gleich in den Rücken fällt, fände ich das nicht so toll. Oh, ein Fußballen. Oh, den könntest du gerade gut gebrauchen. Deine Fußballen scheinen nämlich verletzt zu sein, Udwein. Okay, gut. Ich würde sagen, wir interagieren damit. Und steigen schnell auf. Um. Ach, das ist ein Staubtornado. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Ach, solche Macht. Ach, wie ekelig. Das ist ja ekelig. Staubtornado. Ugh. Dem Tode nach. Oh Mann. Uhu. Geht's gerade nicht so gut. Mir geht's gerade nicht so gut. Ich muss mal ein bisschen kiten hier. Verdammt, Hacke. Dann doch nicht. Oh, da kommt Hilfe. Hilfe, eilt herbei. Alles zu mir. Dankeschön. Wer auch immer das ist. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, machen wir mal schnell den Tornado hier. Ah, blind! Ah, auch noch blind. Sachen gibt's, ne? Oh Mann, ey. Das gibt's auch nicht. Lothor von der Gilde Hutt. Oder Hutt. Sind vielleicht die Hutträger. Wer weiß das schon? Ich kann noch so einiges hier aus dem Tode machen. Yay! Großer Weisheit. Juhu, schnell! Den Sandlöwen noch machen. Ach, soll ich mir machen. Schreiben. Ach so, ich habe gerade noch keine Gruppe gerade. Ich kann sagen. Okay. Einmal kurz verbeugen. No problem. Sehr schön. Das ist die Freundlichkeit bei Guild Wars 2. Ich liebe es. So, außerdem habe ich hier gleich nochmal eine Truhe bekommen. Wunderbar. Und wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, vom Makali Außenposten neu zu starten. Und vielleicht verschaffen wir uns erstmal hier einen kleinen Überblick, lieber Udwein. Ha? Guck mal. Es geht hier ganz schön hoch. Hier sind überall so Plateaus. Da oben
sind Windräder aufgestellt in der Höhe. Macht ja auch Sinn. Ah, aber guck mal, da oben ist nochmal ein Aussichtspunkt. Das heißt, dann sollten wir da doch nochmal raufgehen. Oh, wie schade. Obwohl wir die Instanz schon gemacht haben, ist jetzt hier in der Welt nichts mehr davon zu sehen. Das ist ein bisschen traurig, finde ich. Oh, das ist jetzt sogar ein Veteranensandgrube. Gut. Ach, solche Macht. Machen wir auch noch schnell weg. Wenn das der Urban hinkriegt. Ich empfinde manche von den Gegnern hier in der Wüste mit manchen Klassen als ziemliche Herausforderung. Dem Tode nach. So, aber das ging ja. Das ging ja. Wenn die Musik jetzt noch weg ist, können wir uns das schöne Panorama hier angucken. Oh, geht das nicht, weil der Utwa in dem Kampf ist oder warum?